Training springt. Ich kenne da nämlich einen ganz besonderen Trick. Der braucht keine Vorbereitung und auch kein Geschick. Wenn du das nächste Mal bei Papa im Auto sitzt, probier es doch mal aus und lach verschmitzt. Das ist besser als Streiten oder Rumgehampel. Du nörgelst einfach schon bei der ersten Ampel. Du Papa, sag mal, wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Ich hab Hunger und Durst und ich muss aufs Klo. Langweilig ist mir sowieso. Wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Wart nicht so lang, mach gleich einen drauf. Umso mehr regen sich deine Eltern auf. Das ist wirklich lustig, wenn sie vorne schreien. Wir fahren doch gerade erst los. Oder muss das sein? Und am allermeisten nervst du deine beiden Alten, rufst du. Hey, wir müssen jetzt sofort halten. Ganz egal, ob lange oder kurze Reise. Direkt nach dem Losfahren jaulst du leise. Du Mama, sag mal, wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Ich hab Hunger und Durst und ich muss aufs Klo. Langweilig ist mir sowieso. Wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Dieser Trick klappt immer garantiert. Sag nicht, du hast ihn noch nicht ausprobiert. Jetzt aber, Dalli, denn das wär gelacht, wenn selbst langes Fahren dir nicht Freude macht. Das Geheimnis hinter allem aber ist die Stimme. Am besten nimmst du gleich so eine richtig schlimme, die auch wirklich müde, traurig und beleidigt klingt und die vor lauter Nöllen fast im Sitz versinkt. Mensch, dann sag mal, wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Ich hab Hunger, ich hab Durst, ich muss aufs Klo, müde bin ich sowieso. Gut, Fabian, genau so musst du es machen, dann klappt. Wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da? Ich hab Hunger und Durst und ich muss aufs Klo. Langweilig ist mir sowieso. Wann sind wir endlich da? 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 Ich hab Hunger und Durst und ich muss aufs Klo. Langweilig ist mir sowieso. Wann sind wir endlich da? Wann sind wir endlich da?